Vorsicht vor den ganzen Betrüger, die dir auf TikTok sagen, du wirst reich. Wenn ihr ein Online-Business aufbauen wollt, was euch ziemlich viel Geld bringt und was ihr idealerweise noch in 3 bis 4 Jahren führt, dann empfehle ich euch, etwas zu machen, was euch Spaß macht und worauf ihr Bock habt. Aber ja, da hat sie auf jeden Fall recht, aber meistens am Anfang weißt du ja gar nicht, was dir Spaß macht und was deine Fähigkeiten sind. Deshalb fang lieber an und ja, wenn du da nicht so viel investierst, kannst du ja nach 3, 4 Monaten auch ein anderes Business machen. Aber du hast halt 4 Monate Erfahrung, wie du Texte schreibst oder KI benutzt und. Also fang lieber eher an, wie zu lange zu warten. Aber nicht folgendes. Auf ein Angebot ein. Und hey, lass einfach mal ein Abo da, damit du keine Geldverdienideen mehr verpasst. Einzugehen, wo ihr erstmal 440 Euro Startergebühren zahlen müsst. Oder auf Nachrichten eingehen, wo wildfremde Menschen dir ihre Hilfe anbieten, ohne dass sie etwas selbst auf die Kette. Das stimmt auch. Die meisten haben überhaupt nichts auf die Kette gebracht. Geh nicht auf die Nachrichten ein. Bekommen zu haben. Ich weiß, meine Aussage ist super straight, aber hinter solchen Maschen stecken meistens Multilevel-Marketing-Unternehmen, wo die Menschen durch Produktverkauf ihr Geld verdienen. Das ist aber gar nicht schlimm. Ich finde Multilevel-Marketing gar nicht das Schlimmste. Ich mache es zwar nicht, aber wenn ich Multilevel-Marketing machen würde, würde ich nicht bei irgendjemand Kleines einsteigen, dann würde ich mir die Firma anschauen und bei dem Besten einsteigen, der mir das am besten beibringt. Also oft hast du das Problem, dass dann halt irgendwelche kleinen Leute da sind, die hören dann auf, du bist da irgendwo und hast überhaupt keine Unterstützung und so. Ich würde mir da ein Leader aussuchen im Multilevel-Marketing-Unternehmen und würde in den seine Downline reinkommen und sagen, hey, helf mir einfach, unterstütze mich. Nicht bei irgendjemand, der gerade 5 Tagen macht oder so und 3 Postings macht auf TikTok und irgendwelche Leute anschreibt. Nein, geh zu den Leadern hin. Nur dann wirst du erfolgreich im Multilevel-Marketing. Aber ja, mach mal. Und wer dann halt gute Produkte aussuchen, ne? Oder meistens dadurch neue Menschen an Land zu ziehen und ins Team zu holen. Deswegen sind auch auf TikTok super viele Menschen unterwegs, die mit ihrem Online-Business werben oder damit werben, dass sie reich geworden sind, obwohl sie nicht einmal einen Plan vom Produkt haben. Ist ja alles schön und gut, Unternehmen funktionieren ja auch nur durch Menschen und auch durch Produkte, aber es gibt bei der Sache 2 Probleme. Das erste Problem ist, du lässt dich von Menschen beeinflussen, die dieses Leben, was sie vorgeben, überhaupt nicht führen, geschweige denn Ahnung von dem Produkt haben, was sie zu verkaufen scheinen. Und das ist das Schlimmste, wirklich. Also du musst immer Ahnung haben, egal ob du auch Affiliate-Marketing, ich mache ja Affiliate-Marketing und habe meine eigenen Coaching-Produkte, aber du musst halt Ahnung haben. Ne? Und da wären wir jetzt auch beim zweiten Problem. Jemand, der keinen Plan von einem Produkt hat, was er verkauft, geht dieser Sache nicht mit Leidenschaft hinterher und ist deswegen mental überhaupt nicht in der Lage, finanzielle Höchstleistungen zu erbringen. Wisst ihr auch warum? Weil diese Menschen es nur aus Geldgründen machen, dich aus Geldgründen angeschrieben haben und weil du aus Geld- und Bequemlichkeitsgründen darauf reagierst, weil es die erstbeste Möglichkeit ist. Geile Aussage, speichere das Video auf jeden Fall ab, oder? Du bist ihnen egal, das Produkt ist ihnen egal und der Kunde, der im Endeffekt für das Produkt bezahlt, ist ihnen noch 5-mal egal, weil sie nur das Geld jagen. Sehr geile Aussagen, ich feiere das tierisch.